Mein Name ist Robert Franz. Ich bin der Typ, der in Deutschland den Rentnern helfen will, ein wenig Lebensqualität zu haben. Und nicht in dem Maße von Geld, sondern mit Sachen, die die Gesundheit verbessern. Weil umsonst habe ich Geld, wenn ich keine Gesundheit habe. Ich habe schon 2000 Dosen MSM verschenkt. Haben angerufen, nur 1500 Rentner. Wahrscheinlich sind die anderen zufrieden. Ihr seht, ich verschenke die Sachen. Die Menschen wollen sie nicht haben. Und nachher habe ich einen Beitrag gemacht über Vitamin D3, was sehr wichtig ist für Osteoporose, für Knochen, für die ganze Körperfunktionen auch. Von 1000 Menschen haben mit Ach und Krach 950 angerufen. Jetzt sind sie alle verteilt. Aber ich habe gesagt, es gibt eine dritte Ursache in Deutschland, die sehr wichtig ist. Es ist die Ursache, warum in Deutschland überhaupt kein Leben entsteht, dass wir keine Kinder bekommen, und auch die Ursache, warum die alten Menschen früher gehen, dement werden und Hirnatrophie bekommen. Habt ihr gesehen, was in den Altersheimen los ist? Dass die alten Leute gar nicht mehr bei Trost sind. Die werden von den Pflegern angebunden an die Betten mit Psychopharmaka therapiert, nicht wissen, dass ein Stoff, Vitamin B12, zuständig ist für den geistigen Zustand unseres Körpers und auch für die Blutbildung und Blutplättchenbildung im Körper. Ich werde jetzt wieder 1000 Vitamin B12 verschenken. Könnt ihr sehen? Vitamin B12. Und ich kann euch erzählen, warum Vitamin B12 so wichtig ist. Deutschland bekommt keinen Nachwuchs mehr. Warum? Weil die Eltern kein Vitamin B12 haben. Vitamin B12 führt zu Unfruchtbarkeit bei Männern und Frauen. Beide sind betroffen, nicht nur Männer oder Weiblein. Zweitens, Vitamin B12 ist zuständig für die ganzen neuronalen Funktionen, für meine Nerven in den Händen, in den Füßen. Mangel führt zu Polyneuropathien, Alter. Diese Polyneuropathie wird nicht mit Vitamin B12 behandelt, mit Folsäure, sondern mit Schmerzmitteln. Das finde ich unverschämt, bis zum geht nicht mehr. Außerdem, 80% der Deutschen haben keinen richtigen B12-Spiegel. Und Vitamin B12 ist auch die Gehirnnahrung, der Schmalz fürs Gehirn. Haben die alten Menschen kein Vitamin B12, sind auch Studien, atrophiertes Gehirn. Entsteht eine Gehirnatrophie, die Menschen werden dement. Außerdem, durch B12-Mangel steigt der Homozysteinspiegel und natürlich auch das Herzinfarktrisiko. Kein Arzt ist an Vitamin B12 interessiert. Ich weiß nicht darum, warum wir überhaupt Ärzte haben und warum unsere alten Menschen, meine Mutter, mein Vater, in einem Altersheim leiden muss, am Bett gefesselt. Er kann nicht mehr denken, er kennt seine Kinder nicht mehr und wisst ihr, es werden immer mehr und immer mehr Rentner. Bis 2035 werden schon fast zu 80% steigen und die Jugendlichen, die haben dieselben Probleme, weil es kommt kein Nachwuchs. Sie können keine Kinder zeugen, dadurch ist das Rentensystem kaputt. Es sind keine mehr, die nachzahlen. Deshalb nochmal, merkt euch, Vitamin B12 ist unsere Erbsubstanz. Ohne Vitamin B12 entstehen keine Kinder. Ohne Vitamin B12 sterben unsere Nerven ab. Ohne Vitamin B12 werden wir aggressiv. Ohne Vitamin B12 werden wir dement. Ohne Vitamin B12 haben wir kein Gleichgewicht. Alle alten Menschen, die ihre Knochen brechen, mit 70, 80 Jahren und 3-4 Jahre stehen, mit einem offenen Knochen, der nicht zusammenwächst und mit allerlei für chemische Mittel therapiert werden, sowas muss nicht sein. Und deshalb, weil ich auch in dem Rentenalter bin, mache ich das, so das merkt euch, ab heute nochmal
1000 Stück Vitamin B12. Die sind flüssig. Die sind zum Lutschen. Es gibt drei Möglichkeiten, Vitamin B12 einzunehmen. Man kann spritzen, ist aber nur effektiv, um Symptome wegzukriegen. Warum? Weil viele Rentner schon ein Sodbrennen gehabt haben und ein Sodbrennen haben, haben sie keinen guten Aufnahmeeffekt, Intrinsic-Effekt im Darm und dadurch müssen sie lutschen. Sodass ich werde 500 Lutschtabletten und 500 Vitamin B12 flüssig, ihr könnt wählen, mache ich gerne und ich hoffe, dass ich 1000 Rentner mit meiner Aktion die Lebensqualität erhöhe, ihnen noch glückliche Stunden mit ihren Kindern gebe. Vielen Dank, alles Liebe vom Köbelan und jetzt gehe ich mal die alten Mädchen in Altersheim hofieren.